einen munter Macher. Danke, Kumpel. Ja, danke, Kumpel. Und damit herzlich willkommen zurück in Jedi Fallen Order. Und auf Dathomir. Und jetzt geht's weiter mit der Hauptquest. Ich bin super gespannt. Ich hoffe, wir bekommen jetzt raus, was mit dem Wanderer ist. Also ich glaube, wir müssen gegen den kämpfen. Weil, der sieht mir zu Sith-mäßig aus. Und die Schwester, vielleicht wird sie uns sogar helfen, weil sie wurde ja von dem Wanderer wurde sie ja betrogen, also angelogen. Also ja, nee, sie wird uns wahrscheinlich nicht helfen, weil er hat ja gesagt, dass Jedi schuld sind an. Oh. Meister. Du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen? Das bin ich nicht. Glaubst du, ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Nein. Mich euch zu stellen. Erinnerungen, die mich seit Bracca verfolgen. Ich fliehe nicht länger vor ihnen. Dann lass uns sehen, welche Art von Tod dein Mut bringt. Zeig mir, wozu du wirklich fähig bist. Du musst meine beeindrucken. Oh. Aber ist Kraft die Antwort? Nein. Meister, ich werde nie vergessen. Der Verlust ist jetzt ein Teil von mir. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Und vergiss nicht, Beharrlichkeit enthüllt den Pfad. Das sieht aber sehr Sith-mäßig aus. Ja, weil es rot ist. Hey, es ist der Fremde! Er flieht! Hä? Verhindert, dass er sich bewegt! Langsam vorrücken, Brüder! Deine Schläge sind schwach! Ja, aber schnell. Was für ein Glück! Ja. Blut. Hat der das noch gesagt oder ist da ein neuer? Ah. Komme ich da durch? Ja, aber zuerst gehe ich da hoch. Wenn ich da so offensichtlich hin kann. Ah, sehr schön. Ein Geheimnis. Also das ist ein sehr gute, gehütete Geheimnis. Wir sollten nicht hier sein. Der Ort ist verflucht. Hab keine Angst. Wir haben einen Pakt. Du wolltest nicht deine Magie lehren. Malikos verlangt, was? Malikos verlange von Merin, also verlangt von Merin, ihn durch die Ruinen zu führen, aber sie hatte Angst. Sie wusste, dass er nach Macht strebte.
Ja. Er wurde in Dunkel. Das ist ein Dolch. Da oben. Meine toten Schwestern. Dieser Mann hat uns Vergeltung versprochen, unter der Bedingung, dass ich ihn unsere Magie lehre. Verzeiht mir. Ich muss zu Malikos halten. Marys Park. Merenia flehte ihre verlorenen Schwestern um Vergebung an. Sie schloss einen Pakt mit Malikos und willigte ein, ihm ihre Magie zu lehren, fürchtete aber, sie könne ihnen nicht vertrauen. Das ist schon krass. Also, wenn man die letzte ihrer Art ist. Vor allem auf einem Planeten, der total leer ist. Beziehungsweise also voller Männer. naja. Hä? Du kehrst also zurück. Mutig. Aber nicht weise. Sie hat ihre Maske nicht. Ja, auch. Vielleicht. Meryn, richtig? Ich bin Cal Kestis. Was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du, Cal. Malikos hat auch viel gesagt. Taren Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt ich. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Damit hat er sie erreicht. Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns und schlachtete mein Volk ab. Grievous. Meine Schwestern, bis ich ganz allein war mit den Toten. Dann kam Malikos und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Und schon ist sie weg. Ich beobachte dich. Verschwinden wir von hier. Dort liegt dein Ziel. Noch kannst du gehen. Leider nicht. Leben stehen auf dem Spiel. Okay, bevor die weiter reden. Letzte Ruhe. Kal kehrte zurück, um sich dem Schatten von Jaro Tapal zu stellen. Er erkannte, dass er seine Vergangenheit akzeptieren und nach vorne blicken muss, um Jaro zu besiegen. Er kniete sich vor Jaros Geist. Woraufhin die Erscheinung verschwand. Als Kal und BD das Grab von Kachet betraten, trafen sie auf Merin. Dieses Mal war sie allerdings gesprächsbereit. Das hat man, finde ich, auch erkannt, weil sie halt keine Mütze und keine Maske trug. Kal erfuhr, dass sie möglicherweise die einzige Überlebende des Massakers an den Schwestern der Nacht ist, das General Grievous während der Klonkriege angeordnet hatte. Der hat's gemacht. Doku hat's angeordnet. Merin erfuhr von der Jedi-Auslöschung und Kal distanzierte sich von den gefallenen Jedi Malikos. Und welche? Unschuldige. Machtbegabte Kinder, die gejagt und ermordet werden. So wie wir. Ich komme gleich wieder.
Ah, Sepho. Hier ist was Furchtbares geschehen. Ein Massaker. Mord an den eigenen Leuten. Für versprochene Macht. Oh, okay. Oh Mann. Wieso? Oh, wie. Warte mal. Dathomir? Nee. Warte, wo war das jetzt? Nee. Oh Mann. Schade. Ich bin von Escape runtergerutscht. Da hab's nur so semi-gut gehalten. Und aber warum der dann gleich aufhört? Oh, hier oben kommen wir dann auch irgendwann hin, hoffe ich. Das sieht so balkonig aus. Naja, okay. Dankeschön. Kerkerstis. Malikos. Willkommen daheim. Bist du hier, um zu trainieren? Was in diesen Ruinen wirkt so anziehend auf dich, dass du den Tod riskierst? Das könnte ich euch auch fragen. Dort schlummert Stärke. Mehr als Jedi verstehen können. Und ich kontrolliere sie. Das würde ich dir auch anbieten, Kerl. Begreift ihr denn nicht? Das alles interessiert mich nicht. Ich will den Orden wieder aufbauen. Den Orden der Jedi aufbauen? Oh, du armer Narr. Es ist vorbei. Die Zeit der Jedi ist längst vorbei. Erstickt von der Tradition. Ertaubt durch unseren vergangenen Ruhm. Erblindet durch endlosen Krieg. Gut möglich. Aber es ist nie vorbei, Malikos. Wir sind jetzt hier und können dazulernen. Und auf unseren Fehlern aufbauen. Dazulernen? Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein? Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Nein. Dann wird Dathomir dein Grab sein. Blocken wird dir nicht helfen. Komm, kämpfe, wenn du es magst. Danke. Nur Feiglinge rennen weg. BD, stimm zu mir. Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Oder, also, nur Feiglinge rennen weg. Yoda hat mal gesagt, dass nur Feiglinge der dunklen Seite der Macht verfallen. Kann ich auch. Aber eben. Zurück, Jedi! Du bist schnell, bemerkenswert. BD, stimm zu mir. Komm, kämpfe, wenn du es wagst. Ey, gerade hast du gesagt, ich bin sehr schnell. Nur Feiglinge rennen weg. Hilfe, BD. Boah, der war schneller mit seinen Sprüngen als ich. Du bist erbärmlich. Hilfe!
Komm schon! Ja, jetzt macht das, ne? Ausweichen wird dich nicht retten. Kämpf mit mir! Uiuiui. Hilfe, BD! Noch einen. Ah. Hilf mir bitte. Der ist schwer. Du bist ein Nichtsnutz. Du bist schnell. Bemerkenswert. Weich halt aus. Völlig nutzlos. Kämpf mit mir. Du bist schnell. Komm schon. Gut. Fähigkeitspunkte erhalten. Cool. Einmal sterben, bitte. Oh Mann. Na gut. Aber wäre ja auch langweilig, wenn der einfach wäre, ne? Ah, ja, die schon wieder. Die müsste ich jetzt besiegen ohne... Es ist der Fremde. Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Okay, das hat geklappt. Gut. Alles klar. Na komm. Bup, bup, bup. Grab von Kretschert. Irgendwas findet man immer. Das stimmt. Mein Freund, der Erwerb neuen Wissens hat mich nie abgeschreckt. Schön. Ja. Komm schon! Nur Feiglinge rennen weg! Komm schon! Das war gar nichts! Du bist erbärmlich! Siehst du, Padawan? Ich bin konzentriert! Ausweichen wird dich nicht retten! Okay. Stimmt, BD. Manchmal funktioniert dieses Ausweichen überhaupt nicht. Oh, wow. Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Ja, glaube ich.
bist ein Nichts. Bitte, stimmt. Kämpf mit mir! Du bist schnell! Bemerkenswert! Du bist erbärmlich! Du bist schnell, bemerkenswert. Glückstreffer. Auf jeden Fall besser. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Abwehr. Kämpfe richtig! Oder Glückstreffer! Also, so funktioniert es. Ganz gut. Da waren ein paar Sachen, die richtig, richtig dämlich waren. Aber voll unnötig. Ah, Gott. Ah, cool, dass die Marine uns jetzt hilft. Finde ich richtig geil.
Holt euch den Eindringling! Wow. Das hält mich nicht auf! Brüder, bring das zu Ende! Bezahle für die Sünden der Jedi! Okay. Das war sehr unsauber. So dumm. Gut. Wir heilen uns jetzt nicht, weil der gibt uns ja gleich wieder unsere Macht zurück. Ja, aber wir hätten es fast geschafft. Völlig nutzlos. Du kannst dem Tod nicht ewig entgehen. Du bist schnell, bemerkenswert. Ich heile mich jetzt mal. Du bist erbärmlich. Nicht? So, das bin ich. Er ist stark. Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Mein Verstand ist scharf. Ja, das ist auch das Einzige. Hilfe, Kumpel. Deine Abwehr steht. Hey, egal. Ausweichen wird dich nicht retten. Richtig. Zu langsam. Das wird nicht ausreichen. Du hast mich abgewehrt. Komm, kämpfe, wenn du es wagst. Ich hab's kaum gespürt. Komisch. Du bist schnell, bemerkenswert. Kumpel! Kämpf mit mir! Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Nur Feiglinge rennen weg. Ja, voll daneben. Danke. Zurück, Jedi. Oh, wie haben mich erwischt? Du bist erbärmlich. Ausweichen wird dich nicht retten. Du bist ein Nichts. Glückstreffer! Herr, Vorsicht!
Ich habe schon Schlimmeres überlebt. BD, ich brauche Hilfe. Jetzt. Hilfe, BD! Du bist zu langsam für mich. Der ist zu Ende. Ich hab's kaum gespürt. BD, ich brauche Hilfe. Nicht zu, dass du mich niederschlägst. Du wirst mich nicht besiegen. Yes. Was soll das? Wie ihr schon sagtet, Malikos, Datomir wird euer Grab sein. What? Lass ihn im Dunkeln mit seinen Geheimnissen, bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen Datomir von diesem Parasiten. Gut, der gefallene Jedi. Ihrem letzten Aufeinandertreffen versuchte Malikos, Kal zu überreden, sich ihm anzuschließen. Im Glauben, dass die Ära der Jedi sei vorbei, prallten zwei Ideologien aufeinander. Der Kampf eskalierte und endete erst, als Marin Kal dabei hilft, den finsteren Malikos zu bezwingen. Was willst du wirklich hier, Cal Kestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sepho, erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium, das alle Machtbegabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach Datomir kommen. Wie der Krieg. Ich helfe dir, das Astrium zu finden. Cool. Danke für die Hilfe mit Malikos. Dachte, ich wäre geliefert. Ja, so wäre es gekommen. Ja. Zum Glück kam's anders. Ich hab gern einen Verbündeten. Ja, ist eine schöne Sache. Gern geschehen, Cal. Verschwende keine Zeit. Ich will aber. Ich will ein bisschen quatschen. Gut. Das war auf jeden Fall mal ziemlich heftig. So, und jetzt ruhen wir uns aus und dann ist Malikos wieder da. Nee, das war ein bisschen. Aber greifen uns die Brüder der Macht trotzdem noch an? Eigentlich nicht, oder? Spezialhalte, okay. Das ist auf jeden Fall auch gut. 2 und 1. Ja, passt. Okay, werde ich mal gleich ausprobieren. So. Interessant. Gut. Geht's dir gut? Ja. Okay. Dann geht's mal da weiter. Dieser Ort ist grauenhaft. Gut, aber ich würde sagen, da gehen wir erst das nächste Mal wieder rein. Wieder rein? Da gehen wir das nächste Mal rein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich bin so gespannt, wie es dann wird. Vor allem, was dann die Marin macht. Weil, bleibt sie hier? Eigentlich schon, ne? Oder kommt... Ja, ich weiß nicht, ob sie mitkommt.
Wahrscheinlich nicht. Naja, gut. Danke fürs Zuschauen.